Terpsi ist auf Route 1, Mankey auf Route 4. Langweilig. Tschüss, Polito. Drum steig ich in die Random Lock und schau, was dort passiert. Yay, Random Lock. Dum. Ja, hallo, Servus. Ich drehe hier leiser. Fast schon Gewohnheit hier. Wobei Gewohnheit. Ja, letzte Video ist ein bisschen lang her, ich weiß. Wir machen es kurz und schmerzlos. Entschuldige mich. Ich habe privat ziemlich viel Trouble gehabt. Und wenn ich hier so herschaue, schaut es ja richtig gut bei uns aus. Wir haben ja schon 6 von 8 Orden und müssten ja auch ein Pokémon mit Fliegen im Team haben. Und wir fliegen direkt mal nach Alabastia. Wie schaut eigentlich unser Team aus? Wir haben Don, Tilo, Nenein, Stinky, Roe und Blackie. Kriege ich noch alle zusammen? Glurak, Magneton, Sichlor, Giflor, Seemon und Snowbillycat. Na sicher, kriege ich noch alle zusammen. Traurig, wenn nicht. Kann, ja, du müsstest Surfer können, natürlich. Spezifisch steigt auf Row. Und hier dürfen wir uns tatsächlich ein Pocket Monster fangen. Wobei, dieses tatsächlich, ich glaube, unser Team ist einfach schon sehr stabil. Oh ja, ein Safcon, Level 10. Aber wir wären blöd, wenn wir es uns nicht holen. Ein Smetbo im Notfall ist besser. Es provoziert? Nein, es provoziert. Da hab ich wieder gar keine Lust. Ne, so nicht. Ja. Hallo? Härtne dich nicht so stark. Geh in meinen Ball. Okay. Ich habe gesagt, ein Smetbo im Notfall. Ich gebe dem jetzt eine Chance mit dem Superball. Eine Chance. Gut, du wärst uns gestorben. Das würde ich auch so machen. Aber ich weiß schon, wer nicht ins Team will. Das Pokémon, Herr Herten, es kann dennoch nicht alle Attacken abwehren. Möchte ich Safcon den Spitznamen geben? Ja, natürlich. Er ist einfach nur Bob. Ich habe nicht. Da habe ich auch wieder keine Lust, mir kreative Namen zu machen. Kämpfe ich auch hier so? Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Gibt es einen Fisch, der Biss kann? Der Angler möchte kämpfen, der setzt Anton ein. Anton ist kein Fisch, aber Anton kann womöglich beißen. Womöglich. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Volltreffer. Wer hätte es gedacht? Enturon. Das ist aber cool. Da freut es mich wirklich, da jetzt auf den Schlitzer einzusetzen. Da habe ich wirklich Lust drauf. Wir neigen uns in dieser Challenge. Ich gehe davon aus, wir kriegen heute vielleicht sogar beide Orden hin. Ja, kriegen wir hin. Dem Ende. Dann gibt es die nächste Folge mit der Top 4. Vasilstraße. Ich überlege gerade, mache ich 3 Folgen, baue ich es spannend auf, mache ich eine große, mache ich 5 kleine, mache ich jeden Top 4 eine Folge, nein. Wir nähern uns dem Ende und ich brauche Ideen. Was machen wir als nächstes? Gehen wir direkt in die nächste Pokémon-Challenge rein, die dann wieder regelmäßiger kommt. So viel möchte ich schon voraussagen. Ich bin jetzt dabei, das alles ein bisschen besser zu planen, auch, das ist ein bisschen eine Eigenwerbung in der Sache, meinen eigentlichen Hauptkanal, der nur Spizyro heißt, also nicht nur Spizyro, mein Hauptkanal heißt Spizyro. Auch da möchte ich wieder ein bisschen mehr, ja, Content bringen, so ein bisschen über Videospiele reden. Das heißt, hier zocke ich ja und mache hier den Entertainer und sag, wow, Blackie ist auf der 1. Oh Mann, wie wird sich Blackie wohl schlagen? Und auf dem Hauptkanal, solltet ihr dort noch nicht vorbeigesehen haben, gibt es so Shorts. Da mache ich manchmal so ein bisschen kurze Fakten zu Sachen und so weiter. Oder es gab auch schon Pokémon auf Österreichisch quer durch. Und da mache ich aber auch gerne mal so Reviews zu auch schon alten Spielen. Einfach nur so
wie sind die heute für mich und was ist meine Meinung dazu, weil ich einfach so gerne über Videospiele rede. Aber jetzt spiele ich Videospiele und könnte aber parallel auch darüber reden. Das mache ich aber nicht. Ich rede gar nichts mehr. Das wird ab jetzt wird das eine stille Folge. Ja, eine stille Folge mal. Ja, okay, ganz still schaffe ich es dann doch nicht. Das, es wär mal ein Ding. Einfach so, aber mal so hier sitzen. Einfach nur so stur in den Bildschirm schauen. Aber auch gar nicht mit euch interagieren. So wirklich einfach zu sagen. Wie wenn ich so Pro-Gamer wäre, aber ich spiele halt Pokémon. So. Da hätte wahrscheinlich auch die Akku-Knarre gereicht, aber ich muss ja auch dazu sagen, manchmal muss man auch ein bisschen damit flexen, was man für ein Moveset hat und wie man hier so die Gegner besiegen kann. Parasek, da wechsle ich einfach mal wieder zu Blacky. Das hat den einfachen Grund, dass Parasek, da muss man nichts riskieren und Blacky ist nur Level 44 ist die Gang, 44, skrr, skrr. Und dass man Volltreffern überall liegen, Münzen verstreut, das ist sehr gut, denn wir sind mitten am Wasser und die Münzen gehen unter und Taucher gibt es erst in Gen 3 und war danach auch komplett irrelevant. Also Taucher ist ja wirklich so eine Attacke, die hat sich einfach nicht durchgesetzt. Da hat man so gesagt, ja gibt es? Aber da reden wir auch nicht mehr drüber. Es gibt Geheimnisse und manche Geheimnisse, die will man für sich behalten. Und ja, ich dachte früher mit den Nuckeln am Daumen. Wisst ihr, was ich meine? So, es schaut so aus, wie wenn der so da sitzt im Wasser. Jetzt noch von der Seite. So mit der Faust geballt. Dachte ich lange. Ich würde sagen, ich denke es bis heute. Ich würde sagen, es gibt keinen Moment, in dem ich nicht darüber nachdenke. Egal in welcher Situation. Also wirklich, ihr könnt euch... Denkt euch eine Situation aus. Ja, auch da. Auch da denke ich drüber nach. Ja. Macht der Biss da Sinn? Ich glaube nicht. Nicht der Giftstachel. Ich bleibe jetzt einfach da. Wenn Giftstachel das Schlimmste ist, was er kann. Oder sie. Dann soll es so sein. Aber beim Tragos O werde ich dann doch mal eine kleine Wechseleinheit schieben. Da werde ich mal sagen, oh, es ist so warm. Da werde ich mal sagen, Ro, du bist dran. Ist euch auch warm? Oder seid ihr Klimaanlagenbesitzer? Seid ihr so Leute, die sagen, nee, bei mir in der Wohnung, da hat es gerade 14 Grad. Ich renne in der Winterjacke in der Wohnung rum. Oder natürlich im Haus, oder natürlich auch im Erdtunnel, wo auch immer ihr lebt. Das ist wirklich frei eure Sache. Aha, da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Na, hallo, ein Vulpix. Ja, das ist schlecht gealtert, weil Foxy hätte auch in unserem Team sein können. Ja, da würde ich mal sagen, da kentern wir mal hin. Ah, und ich erinnere mich, hier ist zu. Die Tür ist verschlossen. Hallo, Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Hallo, Pyro, der Redeleiter der Zinnobinsel, ist ein seltsamer Mann, der lebt hier seit Jahren. Ja. Ich glaube, hier irgendwo hat man den Schlüssel gefunden. Gehe ich recht in der Annahme? Ich bin zu verwirrt. Oh, Pikachu. 40? Wow, ich überlege gerade, ob es Sinn macht, Pikachu zu besiegen, weil Pikachu hat sicher viele Erfahrungspunkte. Außer Pikachu setzt jetzt Erholung an. Nö, Body Slam ist okay. Oh, das ist so viel mehr Schaden, als es Schaden sein sollte. Aber wir haben Pikachu besiegt. Ja, 800 ist gar nicht so viel. Was kann ich hier machen? Versteckter Schalter.
Wer würde das nicht tun? Ja. Hallo, sind wir Freunde? Ich finde keinen Weg nach draußen, der reinste Irrgarten. Warum will ich mich damit kämpfen? Wir könnten doch einfach... Ich wollte dir gerade anbieten, dass wir gemeinsam den Weg raussuchen. Als Team. Und du kommst mir hier mit dem Ammonitas? Nee. Da habe ich auch keine Lust mehr. Dann verreck hier von mir aus auch. So, irgendwo hört sich der Spaß für mich auch auf. Blackie Rechtlein 45. Irgendwann denke ich mir halt so, yo, wir können ein Team sein oder wir können uns hier bis zum Tod auffressen. Aber gewinnen wird halt trotzdem ich. Ah, Doppelkick gar nicht so cool, aber ich meine, wir sind ziemlich over the top mit dem Level. Mit dem Level, wie ich früher gerne zu sagen pflegte, aber ich sagte auch nicht, oh, Blackie hat 42 KP. Also der Kip. Was ist hier, die Kips? Ja, ja. Kips. Ja, jetzt habe ich dir noch 3000 Pokédolle weggenommen. Was? Das ergibt ja für niemanden Sinn hier. Oh, ein Porenta. der Porenta. Ja. Da können wir den Donnerblitz eigentlich mal auf Lock einsetzen. Ja, der Entertainer, der Spedizzle Entertainer ist wieder zurück. Hier geht's ab. Los geht's. Weiter geht's. Aha, hier ist zu. Oje. Und hier ist ein Bett. Ich glaube, da kann man sich heilen. Nein. Ein Snobilicat. Cool. Cool, aber da fliehe ich jetzt. Da ist mir zu. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist ein Buch. Wollen wir das Buch lesen? Pantimos. Aha. Es hat überlebt. Oh nein, er setzt Barriere ein. Donnerblitz regelt alles. Tatsächlich wirklich alles. Also, letztens habe ich den Einkauf erledigen müssen, habe ich Donnerblitz eingesetzt und den Einkauf erledigt. Tagebuch 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Aha. Schaut mal, was da ist. Pokéball. Oh mein Gott, ein Angriffsplus. Ja, was ist das? Das ist ja Relaxo. Ah, gab's ja gar nicht. Pikachu gab's ja nur. Ein Snope L-E-K-A-T. Da mache ich keine Späße und fliehe, sodass ich auf jeden Fall in Sicherheit gewogen bin. Wow, habe hier die Pokémänner und Pokéfrauen, die kämpfen da schon wieder ganz anders. Die sind da wirklich, die sind aggressiv. Die sagen so, töte mich. Weil was anderes mache ich ja nicht. Außer vor Snobilicats, da fliehe ich grundsätzlich, aber das hat eher private Gründe, als jetzt, dass ich da drüber reden will, okay. Es macht doch gar keinen Spaß mehr, gegen die zu kämpfen. Habe ich noch einen Schutz? Ich habe irgendwann mal einen Schutz aufgehoben. Oder habe ich den verkauft? Habe ich wohl verkauft. Naja. Ich habe auch schon klügere Entscheidungen getroffen. Ich glaube, ich muss die Statue nochmal drücken. Ja, nein, ich bin tiefenentspannt. Tiefenentspannt. Schön, dass ich wieder hier bin. Schön, dass du wieder hier bist und zuschaust. Das bedeutet mir ganz viel. Was passiert denn hier? Hey, du gehst im Kreis. Wollen wir gemeinsam im Kreis gehen? Dieser Ort hier ist riesig. Aber willst du mit mir im Kreis gehen? Oh Gott. Wirklich, ich muss jetzt mit dem Radfratz kämpfen. Da wechsle ich nicht mal. So. Ja. Cool. Ja. Ich habe deinen Bruder da unten auch schon ordentlich vermöbelt. Der 6. Februar. Mio hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Wir haben einen Aether gefunden. Tauros. Schön. Edel.
hat Flügel, hat Haare, war früher einer meiner Lieblinge. Mag auch daran liegen, dass man halt einen Taubsi so früh bekommt und ich halt immer... Ich hatte eigentlich immer einen Taubos im Team, so... Er ist halt einfach der Boss. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich sollte das Nobilikat echt auswechseln. Volltreffer, nice. Ich sollte Blackie echt mal eine Pause gönnen. Wenn wir einfach mal eine Nein nach vorne platzieren. So, sonst ist hier nichts. Haltet mich fest, ein Macho Mai. Der tanzt hier, als würde er gerade heiraten. So, ne, nein, tschüss. Wir gehen wieder runter, wir drücken so einfach diesen Hebel. Ja, wenn das nicht ein Nebulag ist. Da ist ein Niner wirklich die falschestmögliche Wahl. Da fliehen wir lieber. Bevor wir uns irgendwas antun. Hey, ich muss wirklich von unten drücken. Versteckte Schalter, möchtest du drücken? Ja, wer würde es nicht tun? Okay, schaffen wir es bis rauf. Wow, kann ich mich eigentlich ins Bett legen und mich... Hallo, Pantimos. Ich will es jetzt einmal kurz unter vier Augen erklären, Pantimos. Ich habe hier Freunde da. Und wir wollen hier gemeinsam spielen. Nee. Dann gehen wir da mal rauf. So, da gibt's gleich eh nix. New. Okay, soll ich einfach wieder drücken und schauen, was passiert? Ja, das unten wird aufgemacht. Da gehen wir erstmal oben rein. Ein Machomai! Na, stell dir vor, da war ja noch gar keines hier. Da setzen wir mal den Schlitter ein. Aha. Oho. Cool. Nee, wirklich, also... Der Kampf, der war spannend. Dachtet ihr auch, die Challenge ist vorbei? Kurz dachte ich es. So, was haben wir denn hier? Den Donnerstein. Jawoll. So, jetzt gehen wir zurück zum Schalti. Und drücken den. So. Dann rein da mit uns. Gegen den kämpfen wir jetzt erstmal. Mein Mentor lebte einst hier. Sein Mentor war tatsächlich einst hier lebend. Der Forscher Sven möchte kämpfen. Und er setzt einen Arktus ein. Level 33 sollte uns aber jetzt eigentlich gar nicht wehtun. Also wirklich, ich bin ruhig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was soll der Schnabel machen? Da setzen wir nochmal Schlitz hier ein und dann ist die Sache auch gegessen. So, der Lärchen. Pantimos, na stell dir vor. Du hier? Schön, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht mehr auftauchen. So, und dann haben wir last but not least ein Voltoball. Und auch den haben wir besiegt. Wir sind Level 5 und 40. Es besiegt Forscher Sven. Wow, unglaublich! Ja, tatsächlich. Ziemlich unglaublich. So, dann gehen wir hier mal rund die... Mann! Hallo, Taubos. Long time no see, oder? Ja. Aber sofort wiedererkannt, gell? Aha. Ist irgendein verstecktes Item, das ich... Mann, ich kann mich... Also ich muss sagen, ich kann mich an so viele Sachen erinnern in diesem Spiel. Wirklich. Aber dieser Turm hier, der ist einfach gelöscht aus jeglicher Erinnerung von mir. Aus jeglicher. Ich wusste gar nicht, dass es einen Turm gibt. So, ich glaube, wir sind richtig. Hier ist wieder ein Tagebuch, das schauen wir uns gleich an. Ja, nein, 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 nein,
Da fliehe ich mal lieber. Mit Rizeros echt schlecht erfahren. Ich bin so ein Trottel. Ich hätte das Relaxo fangen können. Warum denke ich da nicht drüber nach? Das wäre das erste Pokémon hier. Och. Nein. Jetzt fällt es mir auf. Ich dachte mir gerade so, hä, das Rizeros hätte ich doch fangen können. Aber hätte ich gar nicht. Wie dumm. Da war ich aber komplett brain dead. 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Warte mal, bin ich wieder hier? Habe ich das nicht gecheckt? Tatsächlich. Ich bin tatsächlich ein... Wow, ich bin in allen Belangen heute nicht zurechnungsfähig. Aber wirklich in allen. Ich wollte mit euch alle Arenen der Welt machen heute. Aber ich glaube, ich krieg nicht mal die Zinnoberinsel hin. So. Was soll ich mir einen Schutz kaufen gehen? Es ist schon... Also, es tut mir wirklich schon ein bisschen im Herzen weh, wie viel Zeit ich damit verbringe, hier so zu tun, als ob es cool ist, was ich mache. Ritteltüt, Snowbillycat, vor dir fliehe ich. Hihi. So, ungestört bis zu den Stiegen. Pantimos! Hi! Servus! Ja, ich hab dir nicht zurückgeschrieben auf deine Nachrichten. Schnell weg von hier, Leute, schnell weg. So, aber jetzt flott. Rion! Hi! Feini! Supi! So, tschüssi, tschüss, tschüss. Der versteckte Schalter, yeah! So. Alles gut, Tapas. Du störst doch nie. Wie geht's den Kindern? Wie geht's Frau und Kind? Ja, man lebt, gell? Ja, ja. Okay, ich bin jetzt da rein, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Und hier ist tatsächlich... Ist so. Ich hab schon deinen Papa gesehen. Bist du das nervige Kind, von dem alle reden? Mach hallo. Ja, nett. Tschüssikowski. Da lasse ich auch mal einen Trainer aus. Aha, was haben wir denn hier? Ein Sonderbonbon! Yummy! Ah, ein Kaputo. Ja, der darf ich das Pokémon umtauschen? Das ist ein bisschen kaputt. Kann das sein? So, was haben wir hier? Gar nichts wahrscheinlich. Oh, lock mich nicht zu weit runter. So. Oh, ein Genera. Das könnte man tatsächlich mal zerschnibbeln. Sagen wir es einfach mal so vulgär. Weil das gibt natürlich Erfahrungspunkte, ich sag 1412. Ja, 1347. Ist so nah dran, dass ich mir denke, ja, kann man machen. Ein Großraumbüro dürfte das ja wohl sein. Kokowai, 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 Koko weg. So, da ist die Türe zu. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ja, hier checken wir mal die Lage ab. Gehen in Raum A. Tagebuch. 1. September. Mir wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Schade. Wirklich schade. Aha. Ich kenne keine weiteren Items mehr. Drang, das ist ja gar nicht so schlimm. Nee, wirklich, das ist... Ich bin da relativ zuversichtlich, dass... Rose oder so schon ein Level abgebraucht hätte. Nicht Supi. Nee, Supi, toll. Ich kann nicht auf Genesung. Das tut mir zu sehr weh im Herzen. Was bist du nochmal? Risikotackle nehmen wir nicht. KW Plus. Die Gesu ist gestiegen. Nicht die Gesu.
Es ist noch nicht an der Zeit, das zu benutzen. Na gut. TM04, wer weiß, was es ist, schreibt es jetzt in die Kommentare. Es ist Wirbelwind. Das will ich wirklich niemandem beibringen. Oh, der dreht sich. Schnell vorbei. Das haben wir wirklich souverän gelöst. So. Alles gut. Alles gut, ist nur Magnetilo. Hatten wir auch mal ein Team. Hatten wir auch mal. Hallo. Schlitzer. Aber mittlerweile haben wir Magneton im Team. Thor. Wer bist denn du? X-Angriff. Cool. Cool, cool, cool. Hoppala. Jetzt habe ich einfach gespeedet aus Frust. Es tut mir leid. Das mache ich normalerweise nicht. Also nicht mit euch. Das mache ich nur heimlich. Wo mich keiner sehen kann. In meiner Wutrage. Schönes Artwork, Akani. Schönes Artwork. So, habe ich irgendwo eine Statue übersehen? Kann das sein? Ja. Hi? Ja, was ist? Mich starrt meine Katze an. Und sie wurzelt sich. Ja, toll. Super. Ja, super. Und immer ein bisschen loben dafür, dass sie einfach lebt und sich bewegt. Ja, ein versteckter Schalter. Natürlich möchte ich den drücken. Würde ich den nicht drücken wollen, wer wäre ich denn dann? So, wir gehen jetzt hier einmal alles ab nochmal, weil ich... Hallo! Das ist hier. Will Hallo sagen. Ein wildes Pixie-Level 18. Na, wenn das nicht eine schwierige Aufgabe ist. So. Also, wirklich, Mondberg, wer ist die Finsterhöhle, Dunkelhöhle, Blitzhöhle, der Tunnel, der schießt mich tot. Nichts davon. Aber wirklich gar nichts. Hat in mir eine Aggression ausgelöst. Hat in mir ein Gefühl ausgelöst von Wut, von Verzweiflung, von Selbsthass. Wie... Ja, dich suchen sie die ganze Zeit im Tagebuch. Jeder schreibt, Mewtwo ist wütend, Mewtwo ist sauer. Mewtwo, Mew, Mewtwo, yeah, Mewtwo. Niemand redet über mich, der hier leidet. Hier. Viel Spaß mit dem Schlitzer. Schreibe ich gleich ins Tagebuch. 29.07. Alles ist vorbei. Ich hab's geschafft. So. Ne, jetzt haben wir schon lange keinen Counter mehr gehabt, Pixie. Level 18 immer noch. Ja, ja, das ist jetzt ein Ding wohl. So, da gehen wir dran vorbei. An dem gehen wir auch vorbei. Da vergeht einem auch schon... Da vergeht einem auch die Lust an Trainerkämpfen. Da vergeht einem ein bisschen die Lust an allem. Das ist halt so... Ah, da darf man wirklich nicht vergessen, wie toll Kamis in Purpur ist, dass man das nicht mehr in der Form erleben muss. Okay, hier ist auf jeden Fall wieder ein Schalter. Und ich drücke mal. At least we tried. Vielleicht müssen wir zurückgehen, aber ich glaube, diese Grundaggression in mir kann ich eh nicht mehr löschen. Das ist halt jetzt heute eine Folge, wo ihr mich von einer Seite seht, die einfach nur Spaß haben will. Der jeglicher Spaß genommen wird, auf jeden Fall. Also in mir ist eine... Ich habe euch ja heute schon gefragt, was soll ich denn so noch spielen oder als nächstes spielen oder wo könnte ich denn schon mal parallel zum Planen beginnen und so weiter. Und ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen die Kopfhörer ab. Das hat den einfachen Grund, dass mich diese Encounter-Musik fast noch mehr triggert als alles andere. Und ich will einfach mal hören mit euch reden. Und es wäre irgendwie cool, wenn wir irgendwas auswählen, was vielleicht nicht so viel mit Random Encounter zu tun hat. So klar, auch ich möchte Gold, Silber natürlich, beziehungsweise wird es dann wohl Kristall werden, in dieser Challenge durchspielen. Also meine Roadmap ist sozusagen jede Sonderedition, das heißt jetzt mal
Kristall, dann Smaragd, dann Platin. Und dann wird es eigentlich schon schwierig. Nimmt man Schwarz und Weiß, nimmt man dann Schwarz und Weiß 2, nimmt man nur Schwarz-Weiß 2, also einen von beiden. Bei XY würde ich ganz gerne, glaube ich, X nehmen, weil Y habe ich einfach öfters gespielt und so weiter. Ja, ich kann keine weiteren, oder wir, ist ja nicht nur mein Problem. Ihr könnt auch keine weiteren Items tragen. Hier, beide Müll. Ja, sicher, weggeworfen. Toll. TM 19, was ist denn TM 19? Schauen wir gleich mal nach. Geowurf, macht ja genauso viel Schaden wie das Level ist. Don könnte es lernen. Wäre natürlich witzig, ihm das beizubringen, weil das ist ja so sein... Im Anime hat er es sehr oft eingesetzt. Aber, nee, bringt irgendwie auch nichts. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas weghauen für den hier. Das dürfte eh schon der Schlüsselöffner sein. Ja, der bringt halt Geld. Du bringst weniger Geld. So, ja, möchte ich wegwerfen. Zack, zack, zack. Wirklich, beim Umdrehen jetzt. Toll. Ich glaube, ich kann es langsam wieder aufsetzen. Oh. Man fühlt sich auch ein bisschen nackt ohne. Und ich höre mich dann doppelt so laut. Jawohl, und ich erspare jetzt mal einfach den Rückweg. Mir ist etwas passiert, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es am Display ablesen könnt. Eine Konfusion als Volltreffer. Ich glaube, es war Konfusion. Könnte auch Psychokinese sein. Ich habe auf Speed gespielt. Kann das wirklich sein? Ich habe extra gewechselt von den Nein weg, weil der schon halb tot war. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, diesen blöden Schalter zu drücken. Ich muss nochmal alles zurückgehen. Und jetzt war das Traumato und ich dachte, ja, okay, das besiege ich halt locker weg. Ja. Das ist stinketot. Was ist das? Diese Folge macht in mir etwas. Ich wollte schon wieder Speed drücken aus Reflex. Ja, ich nehme ja gerade wieder auf, weil ich muss mich jetzt hier mit euch bereden, wie wir das jetzt angehen. Ich habe keine Ahnung. Stinky war das Pokémon für mich. So geht es die ganze Zeit. Das hilft mir halt überhaupt nicht, gerade über Stinky hinwegzukommen. Stinky ist seit Folge 1 oder 2. Nein, ist seit Folge 1. Klinge ich bis rauf? Nein, da ist der Greenscreen weg. Ganz oben. Ganz oben war es. Das erste gefangene Pokémon. Jetzt ist es einfach tot. Hallo, ich muss hier kurz zum PC. Schaut mich nicht alle so an. Ich weiß selber, dass ich ein totes Pokémon dabei habe. Lass es mich bitte selber freilassen. So, ablegen. Stimmt. Scheiße. Ah! Immerhin kann mir niemand vorwerfen, dass ich offscreen sozusagen euch Dinge verheimliche. Wenn was passiert, dann kriegt ihr es mit. Stinky, du hast uns damals gegen Quapuzzi, als alle außer Ro und dir gestorben sind, wirklich den Arsch gerettet. Ohne dich wäre die Challenge nach Folge 3 oder so oder Folge 4 vorbei gewesen. Du hast uns hierher begleitet bis heute und ich bin wirklich dankbar, dass ich dir begegnet bin. Ich bin wirklich glücklich, dass sich die Wege gekreuzt haben. Ich dachte nicht, dass ich einen Duflo im Team haben will. Geschweige denn von einem Kiflo. Aber du hast mir das Gegenteil bewiesen. Du hast mir gezeigt, wie schwer es sein wird, nicht ein Kiflo im Team zu haben. Ruhe in Frieden. Hm.
Bobby Safcon, Lapras, Esbello, Fukano, okay. Jolly, Arctus, Draco, glaube ich, ein Dradini. Nee, ein Blutzug. Das ist Jakob. Nochmal ein Europe, glaube ich. Ist Schming nicht auch ein Smidbo? Ein Raub? Wie? Okay. Dann haben wir Foxy, wäre ein zweites Feuer-Pokémon. Er ist ja schon Level 35. Mit Flammenwurf ganz gut bestückt. Also rein vom Typen her haben wir alle davon. Also Käfer haben wir Sichlor. Lapras war geschenkt außerdem, glaube ich. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht mehr. Feuer haben wir auf jeden Fall. Käfer haben wir. Eis haben wir mehr oder weniger durch Row. Nein, Jakob ist Austos. So, Entschuldigung, war ja gar nicht Robbie. Jakob war Austos, ja, haben wir auch durch Row. Käfer selbstredend. Row 2 brauchen wir auf keinen Fall. Und Feuer, das heißt, wir können jetzt mit dem Typ her nichts Neues erfinden. Und deswegen hätte ich gesagt, wir nehmen einfach das Levelstärkste mit. Foxy, willkommen im Team. Boah. Das, ihr glaubt gar nicht, was das in mir gerade auslöst. Ich dachte nicht, dass diese Folge so emotional wird für mich. Und wir nehmen jetzt schon 36 Minuten auf. 36 Minuten lang. Sagen wir davon, war ich 6 Minuten nicht in diesem Turm. Das ist ja ein Höllenritt da drinnen gewesen. Das ist, diese Folge hätte niemals so hochgeladen werden dürfen. Ja, wie mache ich das jetzt am besten mit dem Leveln? Ich glaube, ich level jetzt. Und dann überlege ich mir, wie wir die Arena noch machen. Wir sehen uns gleich. Ganz kurz. Wir haben ein Porygon gesehen. Das ist jetzt auf der Liste aller Gesehenen dabei. Hallo, da bin ich wieder. Ich dachte mir, ich hoffe, wie lange kann ich jetzt gehen ohne Encounter? Das geht die ganze Zeit schon so. Aber diesen Pokémon potenziell, mit dem vielleicht noch nicht. Aber dachte ich, geht sich das letzte Level up für jetzt fürs Training aus. Und dann hätten wir das so gemeinsam angestoßen und unseren Spaß gehabt. Aber ich glaube, das könnte sich knapp nicht ausgehen, wenn es so 400 sein. Ja. Das heißt, vielleicht kriegen wir noch einen Chanera. Chanera ist sehr, sehr lecker. Niu. 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 Erinnert ihr euch an die drei Schritte, in die alle... Zack, zack, Encounter, zack, zack, Encounter. Ganze Zeit nicht mehr so. Ich meine, ich habe eben mit Speed gespielt, deswegen ist es nicht so aufgefallen, aber es war schon interessant. Hey, ein Chanera. Die mache ich jetzt ganz gerne immer mit Ruckzuck-Hieb fertig. Oh nein, nicht der Duplex-Hieb von Chanera. So ein Volltreffer, Leute. So. Ja, wer hätte jetzt gedacht, dass es Foxy doch noch ins Team schafft? Ich habe auch so, während ich trainiert habe, habe ich mir gedacht, eigentlich gute Entscheidung für Foxy, weil Foxy habe ich schon gezeichnet, habe ich schon animiert. Da ist alles... Da kein Mehraufwand für mich. So. Nachdem das jetzt, glaube ich, eh noch mehr oder weniger bei vollem Leben ist, hätte ich gesagt, gehen wir da mal direkt rein. Sehr gut. Hey, warte, Champion in Speed. Pyro-Spezialist, du solltest ein... ja, besorgt den Feuerheiler. Hier könnte man ja die Rätsel machen. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon im Kampf gegen den Arena. Leider entwickelt sich Raubitz zu Smetbo. Die Antwort ist richtig. Geh weiter. Wobei ich die Frage schon tricky finde, weil Real Rap eigentlich entwickelt sich zu Safcon. Prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nö, es gibt 10. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsel 3-mal? Nein, 2-mal. Die Antwort ist richtig. Geh weiter.
Pokémon-Quiz, prüfe dein Wissen. Sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Nein, sind sie nicht. Ja, das ist richtig. Schade, dass sie es nicht auflösen eigentlich. So und sagen, nö, Donner gegen Boden eher so gar keine Wirkung. Prüfe dein Wissen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Die Antwort ist richtig. Geh weiter. Oh, finale Frage, finale Frage. Wir könnten es schaffen. Nein! Ah, ich habe zu schnell geklickt. Es tut mir so leid, Leute. Ich wollte den perfekten Run nicht zerstören. Genauso wie ich nicht wollte, dass Stinky stirbt. Aber beides ist passiert. Beides ist passiert. Oh Gott, ist das die emotionalste Folge? Ich glaube schon. Tentacha. Ich glaube, ich wechsle. Ich weiß, es ist ein... Wie soll ich das nennen? Ein Feigling-Move. Aber mein Herz... Mein Herz ist traurig. Ich glaube... Es ist vielleicht jetzt eine brutale Aussage und man muss immer aufpassen, was man sagt hier. Aber ich hätte bei Row mich weniger schlecht gefühlt als bei Stinky. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, und das meine ich wirklich ernst, ärgert es mich wirklich sehr, dass es nicht onscreen passiert ist. Also ich war bisher offscreen immer sehr vorsichtig. Ich muss sagen, ich bin ja onscreen schon viel wechselnd, Items und so weiter. Und offscreen noch viel mehr. Ich war schon so genervt davon, dass ständig Random Encounter waren, dass ich dachte, ich tank mich da jetzt einfach durch. Und das war so ein großer Fehler, so ein großer Fehler. Ja, servus! Ho, 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 ho. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Ahaha. Das glaube ich nicht. Wow, bist du cool mit deiner Glatze und deinem Bart. Du glaubst auch, du bist wer? Ein Snubimikat. Wow, gute Auswahl. 48, wow. Schnell, schnell und wow. Kratzfuri, aber das sollte uns jetzt nicht wirklich wehtun, oder... 48 ist hart. Ich muss echt, glaube ich, vor der Top 4 nochmal ein bisschen eine Trainingssession machen. Okay, dreimal, das geht. Damit sollte es natürlich auch Geschichte sein. Und jetzt kommt ein Giflor. Carpador. Ja, ich wechsle trotzdem zu Tilo. Einfach nur, dass es schneller geht. Einfach nur, dass es schneller geht. So, und als letztes haben wir ein Quapuzzi. Das ist doch nett. Schneller. 54? Und Volltreffer. Also wenn hier jetzt der Donnerschlag nicht reicht... Nee, ich... Es fühlt sich sehr schlecht an zu wechseln, irgendwie fühlt sich sehr feige an, aber ich verkrafte den zweiten Tod heute nicht. Wieder ein Volltreffer, aber da sollte der Schlitzer auf jeden Fall auch volltreffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das beruhigt mich. Wir haben uns an 7. Orten geholt. Schön. Ha ha ha! Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Ich hoffe mir... Jetzt... Oh, Entschuldigung, Leute. Was ist denn da passiert schon wieder? Ich kann es nicht wegwerfen. Ich will wissen, was sein Attack... Egal. Kaufe ich mir 5 neue. Kaufe ich mir 10 neue. Kaufe ich mir 20 neue. Aha, der Vulkanungsspeicher. Spezialfähigkeit einer Pokémon. Das ist dieses Geschenk. Tier 38. Der macht Feuersturm. Feuersturm ziemlich cool.
Aber Flammenwurf ist trotzdem cooler. Auch sehr viel Schaden und höhere Treffsicherheit. Also da bin ich dann doch eher der Fan von, ich treffe mit sehr gutem Schaden, als ich treffe vielleicht mit extrem gutem Schaden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, die Arena habe ich jetzt in unter 10 Minuten gemacht. Unter 10 Minuten. Unter 10 Minuten. Und dieser blöde Turm hat mich eine halbe Stunde Lebenszeit gekostet. Und Stinky. Aber nachdem wir sind ja schon, aber auch erst bei 45 Minuten. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen würde ich sagen, wir fliegen nach Vitania City und haben Giovanni auch noch in die Fraser. Immer noch links, rechts, Uppercut, Downercut. Aber alle Cuts, die uns einfallen. Ist Arena ganz oben gewesen? Ja, oder? Ich glaube, sie können auch weiter oben, oder? Ah, und man kommt noch von der anderen Seite hin. Und jetzt werde ich wieder zu schnell unterwegs sein und runterspringen. Nee, doch nicht. Sehr gut. Hey, warte, Champion im Spiel. Ich kenne die Identität des Arena-Leitens von Vertania City. Ist er von allen der gefährlichste. Der Trainer setzt sich ein Pokémon an. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns aber mal treiben hier. Schade. Nee, allein den Anblick lässt mein Pokémon schaudern. Ja. Dumteur. Nein! Foxy, zeig, warum du im Team bist. Töte Giflor. Zeig, warum du besser bist. Sehr gut. Mann, nervt mich das. Natürlich, ich bin Zubat. Schön. Tolles Pokémon. Toll. Macht Spaß. Supi. Sollte doch eine Glut reichen, oder? Nur dieses Kabel heute hier sehr aufdringlich. Das ist im Mikrofon. Naja. Lassen wir es aufdringlich sein. Glut. Wir haben den Dumteur besiegt. So. Links oder rechts? Okay. Kann man diesen Trainer vermeiden? Tatsächlich. Unten. Aha. Auch hier dieses Rätsel ist wie beim Turm, ist mir fremd. Okay, hier geht's nicht weiter. Entschuldigung, es ging mir zu langsam. Ich weiß, es ist mein Fehler. Hoppala, hallo. Hehehe, so langsam geht dir die Luft aus. Ich werde halt gedreht und gehe nicht selber. Dumm Trainer, nicht dumm Tür. Ging ja. Entschuldigung. Bah. Immer wenn ich mit euch aufnehme, gehe nicht so viel. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich seit fast 50 Minuten durchgehend energiegeladen rede. Und eigentlich mehr als 50 Minuten. Also nicht energiegeladen rede, aber ich habe ja auch trainiert und so. Und versucht rauszufinden. Also bin ich ja schon seit einer guten Stunde hier in diesem Video dran. Und das ist gar kein Beschweren. Nö, gar nicht. Weil es macht ja Spaß. Und ich bin froh, dass wieder ein Video kommt. So froh, dass ich hier diese Fliegenklatsche mit habe. Hier. Und tot seid ihr. Hoppala. Ja, gratuliere Foxy auf Level 44. Sehr schön. Und 46 für Blackie in Doppel-Level-Up. Ist das nicht schön? Nocturne! Wir bleiben einfach mal drinnen. Wobei, das ist sehr dumm. Aber ich will nicht der ganze Wechsler sein. Aber ich glaube, es ist sehr dumm. Agilität? Ja, nicht ein bisschen in die Höhe. Aber jetzt nochmal der Biss. Aha. Und Kometenhieb geht daneben. Und nochmal der Biss.
Manchmal wird Risiko auch belohnt, Leute. Merkt euch das. Und wir besiegen den Trainer. Wir gehen die Pokémon aus. Ja, Loser. Ich kann ja wieder keine weiteren Items drängen. Wisst ihr was? Wer soll Feuersturm lernen? Feuersturm Pokémon beibringen? Ja. Don oder Foxy? Foxy. Ich will Glut nicht hergeben. Eigentlich. Weil treffsicher und wenig Schaden. Wisst ihr, was ich meine? Anders als im Flammenwurf. Glut weg. Ruckzuck gibt dafür. Ja, okay. Ihr habt eh recht. So. Ich will wissen, was hier liegt. Eisen. Ja klar, dich besiege ich auch noch. Der Stiel eines Eises ist immer das Heißes. Eh nur eins. Aber ein Dido. Dido. Da starten wir mit einem Ruckzuck hier, weil dann ist Ditto noch Ditto. Weiß nicht, wie die Init-Werte sind. Jetzt kommt der Wandler. Oh, so schön. Probieren wir mal den Feuersturm. Au, Ditto macht den Konfu-Strahl. Ditto ist so schlau. Und wir treffen sogar. Ja, das habe ich mir gedacht. Der Rückzug-Hieb. Ja, das ist jetzt wirklich ein Teil des Ganzen hier, der keinen Spaß macht, wenn man so verwirrt ist. Aber das geben wir jetzt einfach da drüben auch hin. Und wir nehmen uns die Zeit, diesen Kampf zu gewinnen. Schade. Noch ein X-Angriff. Okay, wie viele hatten der? Nicht mehr verwirrt, sehr gut. Boah, ist das wenig. Ja, okay. Ich wechsle. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Irgendwann hört sich's auch auf, Kinder. Irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr. Sehr gut. Ich habe den Halt verloren. Ja, das hast du. Okay, da komme ich hier raus, aber wenn ich rausgehe, kommt der wahrscheinlich hier. Und jetzt kann ich oben vorbeigehen. Das ist wahrscheinlich das, was sie von mir wollen. Ein Relaxo also. Sehr gut. Sehr gut. Welches Team? Nicht Pantimos. Ich hab wirklich gegen jegliches Pokémon, das da in diesem Turm ist, so eine Abneigung entwickelt. Sehr gut. Und Shilluk, da bleiben wir jetzt einfach mal. Einfach hier. Shilluk auch sehr cooles Pokémon. Oh, nicht besiegt. Aber der Panzerschutz wird dich auch nicht retten. Muss man ganz ehrlich sagen. War vielleicht nicht klug ausgewählt, die Attacke. Und wir haben auch den Schwarzgurt besiegt. Und jetzt können wir eigentlich ober dem drüber gehen. Gehe ich recht in der Annahme. Und wen haben wir denn hier? Checken wir mal nur kurz die Reihenfolge. Foxy schaut schon echt schlecht aus. Wenn wir einfach mal einen Supi Drank. Und ja, dann klappt das schon. Auf! Hahaha! Willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich die Marocke der Wiederauferstehen lassen.
Aber du hast schon wieder aufgespürt. Also gut, diesmal erkenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Oder wie der Italiener sagt, Revanche. Wie er coole die Hände im Sack hat, er so. Level 50! Wow, wow, da hat wer trainiert. Aber der Flammenwurf tut trotzdem weh. Kann das Sense ziehen, ja? Oh, Giftpuder. Du kannst mich vergiften. Du gabst das? Ja, vielleicht kannst du das auch, okay? Vielleicht kannst du mich vergiften. Aber vergiften kann mich so schnell niemand. Austos, da werden wir ja direkt mal Tilo ins Spiel bringen. Denn in diesem Arena-Kampf, ihr kennt die Einstellung, mittlerweile wird nichts riskiert, außer der Donner. ...47 für Tilo! Turtok, ja, da bleiben wir doch gleich mal hier. Bah, so cooles Artwork. Also Artwork, Sprite. Stark, stark. Sehr gut, Tilo. Wichtig. Elektroball. Naja, da habe ich eigentlich gar nichts Gutes dabei. Da werden wir auf die klassische Schlitzer-Variante gehen. Wobei es gar nicht so schlau ist mitten hinein, was mir jetzt gerade bewusst wird wegen Elektro. Aber es hat sich noch stehen, schau rein. Ist tatsächlich schneller als wir. Im Elektroball hat eine hohe Init. Das heißt aber auch kein Volltreffer. Doch. Auch Lichtschild ist sehr nett. Sehr gut. Ah, schade. Aber der Ruckzuckheben macht Sinn. Weiteres. Perfekt. Perfekt. 47 auch für Ninein. Und wer weiß, jetzt ist ein Georock und das darf ganz klassisch die Chefin machen. Surfer. Auch hier riskieren wir gar nichts. Nice. Sehr cool. Doch damit haben wir Giovanni besiegt. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen im bitteren Erdorden zu Zeichen meiner Anerkennung. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Erstellt den Beweis eines Könnens der Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt dir Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in die Pokémon-Liga. Ach, Leute. Wisst ihr was? Ich kaufe mir gleich nochmal Tränke. So. Wenn ich das schon sehe, dann auch da riskieren wir natürlich nichts. Aber den anderen Supertrank. Ja, Foxy schaut ganz schlecht aus. So. Als Träger des Erdens werden dir alle Pokémon jeglichen Level gehorchen. Stell mir Beweise können der Pokémon-Trainer da. Außerdem gewährt ihr den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dir das Geschenk mit in deren Pokémon-Liga-Abenteuer. Spezial erhält der TM27. DSG-Officer. Man kann mit dem Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier dann noch Arena-Leiter war. Ja! Schön! Das war es für heute, Leute. Ich warte nur, bis ich hier unten bin. Hoppala, was ist denn da passiert? Damit haben wir alle 8 Orden. Wir haben es heute geschafft. Wir haben es wirklich... Ich hätte nicht gedacht, dass nach dem Stinky-Upsi meine mentale Gesundheit das noch zugelassen hätte. Aber es hat noch ein versöhnliches Ende gehabt. Ja, es war kacke. Ja, wir alle vermissen Stinky. Bitte schreibt RIP Stinky in die Kommentare. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr einmal betet für Stinky. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das wird die Siegerstraße sein. Und je nachdem, wie schnell wir da durch sind, vielleicht auch die Top 4. Wobei, ich glaube, die Top 4 hat ein eigenes Video verdient. Deswegen, freut euch auf die finalen 2 Folgen höchstwahrscheinlich. Und habt noch einen schönen Tag, Abend oder Vormittag. Ciao! Abonnieren!
Ha!